Es gibt natürlich Nachholbedarf jetzt im Universitätsbereich. Beispielsweise die Art und Weise, wie wir Professoren rekrutieren, sie fördern und dann auch hier halten. Das Thema Faculty Tenure Track, Berufungsverfahren, wie es bester Standard in der ganzen Welt ist, hat in Deutschland noch keinen Eingang gefunden, das ist unverständlich. Aber wir praktizieren das jetzt als neues Modell an der TU München, sehr konsequent, aus der Exzellenzinitiative wiederum kommend. Dann auch die Internationalisierung unserer Mitarbeiterschaft, im Übrigen auch in der Verwaltung. Unsere Verwaltungen sind nicht international genug. Als Mitglieder des öffentlichen Dienstes verdienen die natürlich auch vergleichsweise wenig, sodass man oft nicht das Personal bekommt, das internationale Erfahrung hat. Wie denn? Also hier muss sich etwas ändern. Es muss künftig einen Universitätswissenschaftstarif geben, damit wir hier besser werden. Im Übrigen auch, um gegenüber der Wirtschaft konkurrenzfähig zu bleiben. Das geht in einem Raum München bis hin zu den Handwerksmeistern, die wir ja in unseren Werkstätten behalten wollen und nicht nur zu BMW wegziehen lassen und MAN und so. Wir müssen an der Governance etwas machen. Die deutschen Universitäten haben noch zu viel Gremienwirtschaft, bin ich überzeugt, die oft die Verantwortung dann weiter verteilt, sodass es nicht zu Entscheidungen kommt. Und dann müsste man noch stärker die Auswahl der Studierenden forcieren, und zwar so, dass die Studierenden noch besser zu den Studienangeboten der jeweiligen Universität passen. Denn die Übereinstimmung, dieses Matching zwischen Begabung, Neigung auf der einen Seite und dem, was die Universität anbietet, das ist ein starker studienförderlicher Aspekt. Das wird oft übersehen. Es wird das Thema immer diskutiert unter dem Aspekt der Benachteiligung. Wenn der betreffende Student nicht an die TU darf, ist er benachteiligt, das ist ja unsozial und so weiter. Überhaupt wird bei uns viel zu viel unter sozialen Aspekten diskutiert. Was mit sozialem Verhalten oder sozialer Kultur und Unkultur überhaupt nichts zu tun hat. Im Übrigen, wie auch in Universitäten immer wieder die großen Debatten aufkommen, demokratische Strukturen müssen wieder auf allen Ebenen eingeführt werden. Da frage ich mich, wieso eigentlich? Was soll eigentlich Demokratie in sämtlichen Bereichen der Universität, wo es um Wissenschaft und Leistung und Forschung geht, das ist nicht einzusehen. Ja? Also natürlich wird man, und das ist gemeint letztlich, Partizipation haben derer, die an diesem System Universität beteiligt sind. Der Studierende, die Mitarbeiterschaft, die Professorenschaft, die Alumni hoffentlich auch bald, ja, die ehemaligen, die es dieser Universität gut meinen, die interessieren überhaupt niemanden, kann ja nicht sein irgendwo.